2 Nachrichten. Um 3 Uhr mit Ronald Lessig. Wegen des extremen Hochwassers an der Ostsee haben die Behörden Evakuierungen angeordnet. Betroffen sind 2 Orte im Kreis Rendsburg-Eckernförde. In der Stadt Eckernförde wurde den Einwohnern mehrerer Straßen empfohlen, ihre Häuser freiwillig zu verlassen. In Flensburg stieg der Pegel mit 2,20 Meter über Normal auf den höchsten Wasserstand seit mehr als 100 Jahren. Auf der Insel Fehmarn gab es durch den Sturm einen tödlichen Unfall. Das Auto einer 33-jährigen Frau wurde von einem Baum getroffen. Israel hat bestätigt, dass die islamistische Hamas im Gazastreifen 2 Geiseln freigelassen hat. Nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Netanyahu empfing ein Vertreter des israelischen Militärs die beiden Frauen an der Grenze zum Palästinensergebiet. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Zuvor hatte ein Hamas-Sprecher verkündet, die beiden würden aus humanitären Gründen und nach Vermittlung von Katar freigelassen. Der Gesundheitszustand der Mutter soll laut dem US-Sender CNN schlecht sein. Demnach wurden die beiden offenbar dem Internationalen Roten Kreuz im Gazastreifen übergeben und sollen das Gebiet über die Grenze nach Ägypten verlassen. Israelische Medien zitieren Regierungsvertreter, dass die Freilassung einseitig erfolge und Israels Regierung nichts als Kompensation angeboten habe. In mehreren Bundesländern hat ein 12-stündiger Warnstreik der Bahngewerkschaft GDL begonnen. Betroffen sind 6 Unternehmen des privaten Bahnanbieters Transdev in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und den östlichen Bundesländern. Die Arbeitgeberseite habe sich geweigert, in der 2. Verhandlungsrunde ein verbessertes Angebot vorzulegen, erklärte die GDL. Demnach bietet Transdev bislang 11% mehr Lohn bei einer Laufzeit von 24 Monaten. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen. Das Team gewann am Abend gegen Werder Bremen mit 1:0. Aus Dortmund, Burkhard Hupe. Der einzige Torschütze war ein gebürtiger Bremer. Julian Brandt nämlich herausragend in Szene gesetzt von Emre Can Mitte der 2. Hälfte. Davor und danach Dortmund zwar überlegen, aber dann auch nicht zwingend, nicht schnell, nicht kreativ genug, um die Werder Hintermannschaft wirklich ernsthaft ins Wanken zu bringen. Den Bremern muss man den Vorwurf machen, dass sie aus ihren durchaus vorhandenen Kontermöglichkeiten viel zu wenig gemacht haben und deshalb am Ende in Dortmund knapp, aber verdient mit 0:1 unterliegen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht Schauer, vor allem im Norden anhaltender Regen und Sturmböen, im Osten Auflockerungen, 13 bis 4 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten abziehender Regen, dahinter sowie im Westen Schauer, im Südosten wechselhaft bei 10 bis 20 Grad. Am Sonntag freundlicher bis 18 Grad. Die Zeit, es ist 3:03 Uhr. Das Verkehrszentrum in der AD-Popnacht beginnt im Norden. Es gilt weiter die Gefahrendurchsage für Schleswig-Holstein. Die örtliche Gefahrenabwehrbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde gibt bekannt. In Brodersby, Ortsteil Schönhagen, müssen die Bewohner der Straßen Weidengrund, Erlengrund, Günther-Reminring, am Holm und zum Wiesengrund wegen des Hochwassers ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Es wurde in Brodersby in der Strandstraße 1 bei der Hamburger Sportjugend eine Notunterkunft eingerichtet. Es gilt die Gefahrenmitteilung für die Ostseeküste und die Schlei-Region. Besteht eine amtliche Warnung vor schweren Überschwemmungen an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns sowie der Schlei-Region. Es werden Höchstwasserstände zwischen 1,50 Meter und 2 Metern über Normal erwartet. Viele Straßen sind gesperrt oder überflutet. Besonders stark betroffen ist weiter die Gemeinde Heringsdorf und der Landkreis Ostholstein. Bitte unverzüglich den ostseenahen Bereich verlassen und den Aufenthalt im Freien vermeiden. Die weitere Gefahrenmeldung ist die für Marsholm, die Gefahrenmitteilung. Die Gemeinde muss aufgrund des Hochwassers evakuiert werden. Bitte begebt euch umgehend zum Feuerwehrgerätehaus in Marsholm. Das ist im Uhleweg 34. Bitte nur das Notwendigste mitnehmen, insbesondere Ausweise und Bargeld. Und die weitere Gefahrenmitteilung für Eckernförde gilt auch weiter. Das ist die freiwillige Evakuierung, Räumung im Eckernförderkreis Rendsburg-Eckernförde. Die Bewohner der Straßen und Bereiche Altstadt, Lauge, Brücke, Lottestraße und Jungfernstieg werden wegen des Hochwassers gebeten, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Wenn es eine Evakuierung notwendig ist oder bei Bedarf einer Evakuierung, bitte den Rewe-Parkplatz in der Reeperbahn aufsuchen.
Die A4 Köln Richtung Aachen ist in Höhe Grenzübergang Fettschau bis 9 Uhr gesperrt. Die A9 Nürnberg Richtung Halle-Leipzig ist zwischen Eisenberg und Dreußig nach einem Unfall gesperrt. Dadurch gibt es einen Stau. Die A40 Duisburg Richtung Essen ist zwischen Kreuz Duisburg und Kreuz Kaiserberg wegen Bauarbeiten bis Montag früh gesperrt. Die A67 Darmstadt Richtung Mönchhof-Dreieck ist zwischen Groß-Gerau und Rüsselsheimer Dreieck nach einem Unfall gesperrt. Die A555 Born Richtung Köln ist zwischen Wesseling und Godorf wegen Bauarbeiten gesperrt. Und die B39 Frankenstein Richtung Hockenheim ist zwischen der A6 B291 Schwetzingen-Hockenheim und der Auffahrt A6 B291 Schwetzingen-Hockenheim nach einem Unfall gesperrt. Allen unterwegs gute Fahrt. Die ARD Popnacht. Mit Anno Wilhelm und in der nächsten Viertelstunde mit Musik unter anderem von Michael Schulte und Rehab, ihr gemeinsamer neuer Hit Better Me. Dann 21 Pilots und Ride. Und jetzt direkt Loy und News.